Genau, und ich habe ein Zitat mitgebracht von Benjamin Franklin. Ich glaube, das ist jedem auch schon mal irgendwie so bekannt. Nämlich diejenigen, die ihre grundlegenden Freiheiten aufgeben würden, um ein wenig vorübergehende Sicherheiten zu erlangen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheiten. Und ja, am Anfang der Corona-Krise wurden ja viele grundlegende Freiheiten eingeschränkt, teilweise bis heute auch nach wie vor eingeschränkt. Zu Recht am Anfang, aber seitdem es notwendig war, sind jetzt schon über 1,5 Jahre vergangen, fast 2. Und wenn sich der Kontext ändert, muss eine Entscheidung, die mal richtig war, nicht richtig bleiben. Und es ist so, als würde man in der Flut, ist es vollkommen richtig, ein Rettungsboot zu haben. Aber wenn die Ebbe dann da ist, ist es fast schon absurd, in einem Rettungsboot sitzen zu bleiben. Und ja, mittlerweile treffen sich ja Geimpfte, halten 1,5 Meter Abstand, tragen Masken und fassen nur noch desinfizierte Kugelschreiber an. Und ich will auch gar nicht beurteilen, ob ich das richtig oder ob das richtig ist oder nicht. Ich kann es auch gar nicht beurteilen. Aber was ich ganz naiv fragen will, ist, wann kommt denn der Handschlag zurück? Und wann kann ich wieder spontan ins Museum gehen, ohne dass ich 3 Tage vorher einen Termin vereinbaren muss? Ohne dass ich beim Einlass beweisen muss mit einem Zertifikat, dass ich gesund bin? Das betrifft ja dann auch irgendwie nur Corona. Und ohne dass ich Maske tragen muss? Dass es keinen Freedom Day gibt, ist okay, gut, gibt es jetzt hier nicht, aber gibt es wenigstens ein Freedom Jahr? Also kommt dieses Jahr, wo wir über Freiheiten sprechen können, wo wir wissen können, dass unter gewissen Voraussetzungen all diese Einschränkungen, die wir vor 1,5 oder vor über 1,5 Jahren jetzt erfahren haben, wieder aufgelöst werden. Und über diese Voraussetzungen wird sehr, sehr wenig gesprochen. Und bei dieser Frage interpretieren ja auch schon sehr viele Menschen, glaubt sie gar nicht an Corona? Und das ist auch schon das Ding. Es geht ja gar nicht um Glaube. Und das ist auch mein zweites Thema, nämlich die Meinungsfreiheit, die ich dann auch in Freundeskreisen schon miterlebe, dass wenn man über verschiedene Themen spricht und verschiedene Meinungen hat, dass man sich in so ein Minenfeld begibt, wo man das Gefühl hat, okay, gleich könnte die Bombe platzen, die auch so eine Freundschaft zerreißen kann. Und es wird ganz, ganz oft unterteilt in für oder gegen. Für Flüchtlinge, gegen Flüchtlinge, für Klimakrise, gegen Klimakrise, für Corona-Maßnahmen, gegen Corona-Maßnahmen, links oder rechts. Und meine Antwort darauf ist weder noch. Es ist nämlich super komplex. Ich wünsche mir einfach nur, dass der Handschlag zurückkommt und dass ich ganz normal mit meinen Freunden, mit Menschen Argumente austauschen kann. Dann fangen wir doch mal an. Ja. Guten Tag. Guten Schön, Tag. Dass Sie dabei sind. Ja, freut mich sehr, ja. Na, das war ein tolles Plädoyer für die Freiheit, glaube ich, dass ja. Sie ja, gehalten das haben. Ja, das liegt mir total am Herzen. Ich weiß nicht, ob Sie heute ein Interview oder das Interview mit dem ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papp hier gelesen haben in der Welt. Bei den Kollegen der Welt, muss man sagen, ein wirklich tolles Interview. Und da hat der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident doch deutlich und muss man sagen, extrem scharf abgerechnet mit dem, was in der Corona-Pandemie falsch gelaufen ist, gerade in Bezug auf die Grundrechte und auf die Einschränkung der Grundrechte. Und hat aufgefordert und hat gesagt, das muss jetzt ganz, ganz dringend sowohl von Parlamenten, also von Politikern, wie auch von Gerichten aufgeklärt werden. Denn das, was da passiert ist, war zum Teil absolut irrational, war absurd, wie er auch gesagt hat. Also eine knallharte Abrechnung eines Top-Juristen, der genau das beklagt hat, dass in der Pandemie sukzessive immer stärker der Staat eingegriffen hat, obwohl es gar nicht rechtmäßig gewesen ist. Ist ja, am Anfang auch nachvollziehbar, wenn noch gar keine Daten vorliegen. Ja, am Anfang, wir sind alles Menschen, wir wussten alle gar nicht, was auf uns zukommt. Aber jetzt nach fast 2 Jahren liegen so viele Daten auch weltweit vor, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass wenigstens Maßnahmen formuliert werden, bei denen ersichtlich ist, okay, wenn wir, also unter diesen Voraussetzungen können wir alles fallen lassen. Und diese Frage, wann das geschieht, wurde mir noch nie beantwortet aus der Politik. Und die vermisse ich. Kam diese Diskussionsrichtung ausreichend in der Öffentlichkeit vor? Nein, kam sie nicht in der Corona-Krise. Wurden diese Meinungen vom Kanzleramt gehört, von der Bundesregierung gehört? Nein, sie wurden zu lange nicht gehört, eigentlich bis heute nicht gehört. Das Einzige, was mich zuversichtlich stimmt, ist, am Stammtisch findet diese Meinung sehr wohl statt. Am Stammtisch gibt es genau diese Diskussionskultur. Unter Freunden im Garten gibt es genau diese Diskussionskultur. Es gibt sie nur nicht in der politischen Blase. Da gibt es eine Einheitsmeinung beim Thema Corona, wie bei vielen anderen Themen auch. Und es gibt es auch nicht in der parteipolitischen Debatte. Auch da war man sich zu lange viel zu einig beim Thema Corona. Wie gesagt, zuversichtlich stimmt mich, dass das
am Stammtisch nicht der Fall ist, da gibt es eine tolle Diskussionskultur. Da darf man einfach alles sagen, was man sagen möchte. Und da wird die Meinung und der Streit, genau wie hier in der Sendung, noch offen ausgetragen. Darf man schon, aber ich erlebe das teilweise anders. Vielleicht ist es auch ein Teil meines Problems, dass ich mich in einer gewissen Blase oder so befinde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man, also staatlich gesehen wird die Meinungsfreiheit auf jeden Fall gewährleistet, aber ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung, dass der einzelne Mensch, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber so erlebe ich das, dass der das gar nicht so lebt und auch gar nicht so fühlt und da gar nicht das Bedürfnis so groß ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass generell Freiheit auch gar nicht so eine Hochkonjunktur gerade hat, sondern das Bedürfnis nach Sicherheit, nach jemandem, also einem starken Staat, der sagt, so und so hast du zu leben. Und bei einigen Menschen habe ich sogar eine Erleichterung gemerkt, die fast erleichtert waren, dass sie diese Verantwortung abgenommen bekommen, weil ihnen jemand gesagt hat, okay, du machst genau nach dieser Anleitung, lebst du jetzt dein Leben und wenn du andere dabei erwischst, die das nicht so einhalten, haben sie sich schön aufgestellt und gesagt, so, du bist ein schlechter Mensch, weil du dich nicht dran hältst. Aber zurück zu dem Thema, ich erlebe das anders im Bekanntenkreis, weil zum Beispiel mir auch teilweise schon vorgeworfen wurde, weil ich Corona-Politik auch viel thematisiert habe, dass im Grunde ich ja verantwortlich wäre, wenn Leute sterben. Aber was ist das bitte für ein Argument? Also man kann ja dieses Argument immer bringen, dass man dieses und jenes machen kann, um Menschenleben zu retten, aber dann könnte man genauso argumentieren und sagen, okay, ab sofort gibt es gar keinen Datenschutz mehr, weil wenn alle Daten dieser Welt offen lägen, könnte man jeden Mord verhindern. Wenn jeder Mensch eine Drohne bekommt, die einen filmt, permanent auf Schritt und Tritt verfolgt, dass allen Behörden, allen Menschen zugänglich ist. Und wenn man mit Menschenleben argumentiert, wenn man die Büchse der Pandora öffnet und erstmal überhaupt diesen Frame öffnet, frage ich mich, ob es nicht der Anfang von irgendwas Größerem ist, dass wir jetzt auch, teilweise haben wir über Grippe gesprochen, dass wir jetzt anfangen auch zu überlegen, ob wir die Maskenpflicht einfach für immer beibehalten, weil man könnte ja andere... Jetzt kommt die Grippewelle und wir haben es heute gehört vom RKI-Chef, der schon versucht hat, die Grippe auf eine Stufe auch mit Corona zu stellen. Ganz klar, warum eigentlich nicht? Das ist nachher eine logische Konsequenz. Vielleicht gibt es irgendwann auch den Grippe-Lockdown. Dann, weil man sagt, ja, Grippe ist ja auch gefährlich und dann hat man sich an die Maske gewöhnt und dann kommt im Frühjahr der Heuschnupfen und dann hält man die Maske weiter auf. Absolut richtig. Aber die Frage ist ja auch, wie kommen wir eigentlich in so eine Welt, wo man den Eindruck hat, so wie Sie es beschreiben, auch dass eigentlich immer stärker Meinungen vielleicht gar nicht mehr Gefühl zumindest von vielen Bundesbürgern, aber auch in anderen Ländern hat man ja Umfragen gar nicht mehr so gesagt werden können. Ich erinnere einen Fall, der hat sich in der SPD zugetragen im März dieses Jahres, als Wolfgang Thierse einfach mal gesagt hat, er lässt sich nicht vorschreiben, wie er zu sprechen hat. Und da ging es um diese Frage Genderstern und das Einbeziehen von Minderheiten in den ganz normalen Sprachfluss. Also am besten den Doppelpunkt und das Sternchen mitsprechen. Und dagegen hat er sich geweigert. Und dann gab es sofort von der Parteivorsitzenden Esken und dem Parteivize Kühnert einen Workshop. Es gab massiv Kritik an Wolfgang Thierse, der nun wirklich also auch eine beeindruckende Vita hat, zweithöchster Mann im Staat war als Bundestagspräsident. So, und es gipfelte darin, dass Wolfgang Thierse am Ende Saskia Esken fragte, seine Parteivorsitzende, nach dem Motto, willst du mich eigentlich noch in der SPD haben oder ist das, was ich hier sage und möglicherweise ganz vielen Menschen aus dem Herz spreche, ist das vielleicht gar nicht mehr möglich, sowas in einer Partei wie der SPD zu sagen? Und daran erkennt man ja auch, wie eingeengt der Meinungskorridor bei vielen, vielen gerade ist. Das stimmt, nur wird am Stammtisch, zu meiner Argumentation ganz kurz zurück, wird am Stammtisch gegendert oder nicht? Ich behaupte, an keinem deutschen Stammtisch wird gegendert. Das heißt, das ist die Meinungshoffnung in Deutschland, die liegt genau da. Also ich sitze nicht am Stammtisch selten, ich stehe meistens an der Bar, da wird auch nicht gegendert. Und das ist Blödsinn mit dieser Genderei. Ich kann respektvoll mit Schwulen und sonstigen umgehen und mit allen Konsorten, die unterwegs sind. Und dieser Blödsinn da mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und das immer so darzustellen, davon wird nichts besser. Ja, Gendern ist ja ein Thema. Das Thema ist ja, ob man darüber sprechen kann, ohne dass man in die eine oder andere Ecke gestellt wird. Und das vermisse ich in Deutschland, weil viele Themen sind so komplex und auch das Gender-Thema ist sehr komplex. Da kann man auch sehr viel drüber sprechen. Was mich halt stört, ist, dass gerade auch, Entschuldigung, wenn ich das so sagen kann, in meiner Generation, gerade in dieser Akademiker-Bubble, dass es da kein Diskurs überhaupt stattfindet. Also auch an meiner Uni, ich habe
Kommunikationswissenschaften studiert. Da hieß es dann irgendwann von einem Dozenten, alle, die nicht gendern in ihren Hausarbeiten, das nehme ich nicht an, das verweigere ich, diese Annahme. Und es ist ja grammatikalisch, es ist ja kein Fehler, es ist ja kein Formfehler. Aber da findet, ja, da wird einem das quasi ein bisschen ja, aufgezwungen. Ich habe das Gefühl, dass es mit Männern, die jemand so ein Gehirn geworden ist, wieder. Aber die Wirtschaft.